Verschieben. Ach, halt die Gusch! Nein, hat er gar nicht. Der hat dich hier nur getrollt. Wow, du Assi. Was bedeutet The World of the Seinbahn? Das halt die Schnauze. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Wow. Die Texte schon wieder. Ohne Scheiß. Zuerst wollte ich meine Augen nicht trauen, aber der vertraute hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in Jessica. Ich kann das nicht lesen. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. Ja, hättest du, mein Freund. Klinger in der Camps Beste, wa? Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Vorsichtig zündete ich mein letztes Gaming-Stream ist? Ich weiß es nicht. Ich kann da nichts zu. Die Texte in diesem Spiel sind so unterirdisch ohne Mist. Also nochmal. Ganz ruhig. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genau sehen. Ein Grab. Und tief in dem ein Stein gemeißelt, ein Na mein Name, George Trevor. Alles klar, mein Name bei dir, Trevor. Oh mein Gott. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Ganz ruhig, Nami. Gleich kommt die Mama mit dem weißen Jäckchen. Und dann kannst du dich selber ganz doll lieb haben. What the fuck? Oh, Scheiße, mir ist ein
schon mein Auge. Ohne Scheiß. Ich mache aus diesen Texten ein Highlight. Ohne Scheiß. Das ist nicht mehr normal. Das ist auf jeden Fall nicht jugendfrei hier. Auf keinen Fall. Wow. Oh.